Naja, es hat schon ein bisschen gedauert, also es dauert, ja. Nur hat 40 Jahre gedauert. So, und dann habe ich so angefangen, weil es war Zeit. Mit der Regulierung. So. Und dann musst du halt das alles, was du nicht brauchst, was darfst du nicht reinlassen, weil das bringt ja nichts so. Ja, und du musst dich reduzieren auf das, was du brauchst. So, wenn du das nicht packst, dann hast du zu viel. Das ist. Ist vielleicht jetzt daneben, aber ich finde, man sollte jeden Tag genießen, der kommt, mit oder ohne Druck. Und morgens auch mal im Spiegel schon sagen, weißt du was, dir geht's nicht gut heute, aber der Tag wird schön. So, das ist. Ja, das sind so, also weiß ich nicht, das sind ja auch heutzutage, die Manager müssen geschult werden. Da lernt man sowas dann. Ich war mal in so einem Kurs, hallo. Hallo. Da mussten wir dann auch Rollenspiele machen. Da war das auch so. Einer musste schreien und der andere locker. Und dann immer hin und her. War ganz witzig, ging über 4 Tage. Wir mussten dann noch mit fremden Leuten in einem Zimmer schlafen, was weniger schön war, aber das mussten wir auch überstehen. Und da habe ich gedacht, ups. Und wissen Sie, was man ja auch so feststellt in der heutigen Zeit? Gegeneinander und nicht miteinander. Druck. Aber ich habe ab und zu hab ich immer Druck. Dann gehe ich auf die Toilette, wenn ich Druck habe. Ja, ich mache einfach das Beste aus dem Leben. Und das kam halt auch durch ein Buch. Genau, vielleicht war das deswegen. Mit 15 habe ich mal ein Buch gelesen, mit 14 angefangen, mit fast 15 war ich fertig. Und das war ein Mann, der sein Leben lang Geld gespart hat und der dann gestorben ist. Und hatte aber ein Vermögen. Der Bruder von ihm war genau andersrum. Er hat sein Leben gelebt. Und der Bruder hat auch das Buch dann halt geschrieben, da rein geschrieben, lebt euer Leben, tut nicht alles so fürs Alter sparen, sondern macht einfach. Also die Gretchenfrage ist ja, wie kann ich sozusagen Druck auch also aushalten? Und wichtig ist, sich zu verdeutlichen, bestimmter Druck gehört zum Leben. Wenn da nicht Druck ist, sagen wir mal, im Mutterleib, dann kommen sie nicht raus. Nicht selbst, dann müssen sie geholt werden. Das ist für die Mediziner, die Hebamme und so weiter nicht lustig. Ja? Also Druck ist auch was ganz Positives. Und manchmal ist es doch auch so, dass, weil ich der Familie versprochen habe, wir fahren dieses Wochenende in die Ferien, aber ich möchte noch das fertig machen und noch schnell hier telefonieren und dies und das klären, da sagen die, sag mal, Wochenende war aber jetzt nicht Sonntagabend, war, sondern Samstag früh, wenn nicht Freitag. Ja? Und dann ist es wichtig, dass man da Termine hat und dass man sich daran hält und dass das im ersten Moment als Druck erlebt wird. Gut, aber es gibt auch sowas wie positiven Druck. Im Sex, ehrlich gesagt, gibt es auch Druck, ja. Und wenn sie den nicht haben, naja, also bei Männern kann man dann schon mal auch von Impotenz sprechen, wenn da ein bestimmter Blutdruck an bestimmten Organen nicht so zum Tragen kommt, ja. Sie schießen hier am Training 5 oder 10 Schuss. Dann denken Sie sich zur Landesmeisterschaft oder zur deutschen Meisterschaft hin. Wieder mental. Stellen Sie sich vor, Sie stehen im Finale, müssten jetzt nur 10 schießen. Dann merken Sie, wie der Blutdruck hochgeht. Das machen die für 10 Schuss. Und wenn Sie richtig schön im Druck sind, dann denken Sie sich wieder ins Training. Dann denken Sie, ich trainiere, passiert ja gar nichts. Und machen wieder 5 oder 10 Schuss. Und das immer im Wechsel. Und wenn man das ein paar Mal im Wechsel gemacht hat, kann man sich von diesem Bluthochdruck, kann man sich runterdenken. Was mir dann einfach hilft, ist mir zu sagen, es geht jetzt nicht nur um dich.
Das ist ja dieses Drucknehmen. Durch das, was ich mir, durch das Biotop, was ich mir schaffe, nehme ich mir den Druck, schon wieder rausgehen zu müssen, um da wieder gewisse Instrumente zu haben, um ins Wasser eintauchen oder fliegen zu können, nehme ich mir ja schon wieder diesen Druck und setze mich einfach hier hin, weil ich hab's ja. Ich kann es ja sehen. Dieser Druck, ist rausgehen zu müssen, ist ja schon wieder weg. Dieses Beobachten zu müssen in der freien Natur ist ja viel anstrengender, als wenn ich mich jetzt in meinen Sessel setze und da ist es. Das sich zuerst zu erschaffen, so, das ist kein Druck, das muss dann Hobby sein. Indien sagt man, wer das langsam macht, das schafft das. Und viele denken, ich mache schneller und dadurch schaffe ich das. Aber ist das nicht wahr? Wenn langsam, Sie kennen das schon, eine Schildkröte und dann eine, wie heißt das, Osterhase, eine Hase und Schildkröte. Ja, Schildkröte ist ja langsam gehen und hat gereicht. Und Hase, ich sagte, ich gehe schneller und dann hat geschlafen. Ja, und das ist die Beispiele. Indische sagen, langsam und sicher, nicht so schnell machen, das ist, muss nicht sein, langsam und sicher sein. Ja, wenn man so vor den Automaten sitzt, manche sagen ja, das sind irgendwelche Bilder, die sich da bewegen, aber diese Bilder bewirken schon was. Die bewirken einfach, ja, in einer anderen Welt zu sein. Ne? Man vergisst alles drumherum. Ne? Und so eine Art Anekdote höchstens könnte ich sagen, wenn zum Beispiel, da ist eine Dame, Geschäftsfrau, sagt, ich falsche wirklich beim Einkauf um jeden Cent und hier schmeiße ich das Geld rein, verspiele 2.000, 3.000 Euro, je nachdem. Und das wird mir erst bewusst, wenn ich wieder draußen bin. Ne? Also da kann man sehen, wie man abgelenkt wird und in einer anderen Welt ist. Ne? Und viele wissen das ja und nehmen das auch so hin und wollen das ja auch so. Da ist man eigentlich wirklich so seelischer Mülleimer. Ich meine, ich finde das gut. Ich höre ja gerne zu, ich höre eigentlich immer zu. No. Aber für die ist das halt so ein Ventil, denke ich mal. Es ist anonym. Ich bin kein Psychologe, da denken die meisten, ich bin nicht verrückt oder so. Und hier werden sie es halt los. Und sie versuchen halt über die Schiene 6 diesen Ausgleich zu schaffen, dass sie entspannt werden. Funktioniert nie. Also wissen sie auch immer erst hinterher. Man kann ihnen das vorneweg sagen, aber... Sie glauben es nicht. No. Also wenn der Kopf zu voll ist, funktioniert auch hier nichts. Gar nichts. In erster Linie versuchen, ruhig bleiben, mich konzentrieren und mich nicht Wenn ich mutig geworden, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich mutig geworden gewesen wäre, wäre ich Penner geworden. Und deswegen sollte man sich mal überlegen, wie viele Penner vielleicht da draußen sitzen, die einfach gesagt haben, ich will das jetzt nicht und deswegen mache ich das nicht. Einfach nur man erzählt ja was von Freiheit, aber dann sind die Leute, die das nicht gemacht haben, worauf sie keine Lust hatten, sind ja dann Penner. Ich denke aber auch, dass es Charaktereigenschaften gibt, dass Leute gewissen Druck von außen einfach brauchen. Ja. Um überhaupt einen Antrieb zu haben. Das geht auch, aber es gibt auch Leute, die da einfach zerbrechen. Genau, die damit überhaupt nicht umgehen können. Aber es gibt halt auch welche, die damit, ohne Druck überhaupt nicht leben können. Ja, genau. Aber ich würde noch sagen, dass vielleicht der Druck dann auch wirklich zum Antrieb wird, ne? Von dir selbst. Genau. Nicht, die Leute können dich ja beeinflussen. Also ich meine, natürlich kann es gut sein, wenn jemand ein Vorbild ist und du strebst nach dem und denkst, boah, das ist ein Vorbild, so möchte ich sein. Und dann wird es ein Antrieb und du entwickelst dich und du gehst von mir, leihst dir Bücher aus, liest Sachen, hörst Musik, Filme, bildest dich in Politik und dann kann es zum Antrieb werden. Aber wie gesagt, das ist halt auch eine Balance und
Das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen, aber auch von der Gesellschaft, dass diese Balance vom Druck, also ist ja genauso wie ein Ballon, ne? Der kann auch platzen irgendwann. Schluss. Und da musst du relativ konsequent sein, da musst du wirklich jetzt alles weghauen. Alles. Weil du da so ein kleines Ding noch hast und was dir jeden Tag dreimal auf den Sack geht, dann hast du es noch nicht gepackt. Da musst du da auch noch durch. Also es dauert. Weil der Fluss ist in der Mitte am geilsten. Da kriegst du alles mit. So am Rand, da knallt dir ein Stein vor den Kopf, dann liegst du da was sonst, weil du mehr gespült, kriegst keine Luft mehr oder so. Weißt du, also schön in der Mitte, brauchst nichts machen, fließt von alleine. Ja? Wichtige Position. So. We'll be right back.